Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und mit der lieben Cheryl und ihren einzigartigen Perks. Denn ich versuche weiterhin mit ihr das Adept zu machen, also die Trophäe zu kriegen, indem ich entkomme mit ihren einzigartigen, lehrbaren Perks. Okay, wir rennen weg aus irgendeinem Grund. Ah, okay, cool. Gut, dass ich dem Gruppendruck hier erliegen war. Ihre einzigartigen Perks sind links das Perk Verdrängtes Bündnis. Achso, wir spielen gegen einen Bing Bong. Und man hört seine Glocke auf der gesamten Map gleich laut. Also gegen einen Philipp. Verdrängtes Bündnis macht, dass, wenn ich 60 Sekunden lang an einem Generator gearbeitet habe, ich diesen oder einen anderen Generator mit der aktiven Fähigkeit, was bei mir die Taste X ist, für 30 Sekunden sperren kann. Das ist gut, wenn der Killer, also wenn der Gen schon relativ weit ist und der Killer zum Beispiel Pop hat. Oder bei Ruin geht er dann auch nicht mehr zurück. Das wusste ich auch bis vor kurzem nicht. Husi kommt in den Keller. Das ist schlecht. Bing bong, bing bong. Er wird jetzt hier rüberkommen, denke ich. Da hat er gegengetreten. Mit Pop. Eventuell. Jo, sieht so aus. Okay, er ist nicht hier. So, jetzt könnte ich den Generator blockieren. Da sehe ich was. So, und jetzt sehen wir gerade auch, Blutpakt. Blutpakt macht, dass wenn ich verletzt bin, oder das Ziel der Besessenheit, dass wir uns dann gegenseitig sehen können. Wo ist er denn? Also hier ist er nicht. Genau. Und sie ist das Ziel der Besessenheit. Sie sehe ich jetzt. Deswegen gehe ich mal zu ihr hin und frage sie mal ganz nett, ob wir Freunde sind. Sie sagt ja und sie heilt mich. Und Blutpakt macht es folgendermaßen. Also wir sehen uns gegenseitig. Kein Terrorradius, schön. Und wenn sie mich hochgeheilt hat oder ich sie hochgeheilt habe, kriegen wir beide diesen Hermes-Schuh rechts. Das bedeutet, dass wir dann eilig unterwegs sind nach dem Hochheilen. Und zwar so lange, wie wir uns nicht weiter als 16 Meter voneinander entfernen. Und wir können uns auch, wenn wir halt verletzt sind, einer von uns, können wir uns quer über die Map sehen. Das ist halt so ein Best-Friends-Perk, ne? Das ist ein bisschen wahllos gefühlt, aber es ist auch ganz witzig. Uff, sagt sie. Uff. Ja, und dann habe ich auch noch mein Lieblingsperk dabei. Das da wäre. Nur dafür habe ich sie quasi. Seelenwächter. Gut, dann geh du mal retten. Ist wahrscheinlich besser. Ich höre ihn doch. Ich habe den Generator mal blockiert. Irgendwie lässt er mich immer in Ruhe. Warum? Bin ich so cool? Ich glaube, ich bin ziemlich cool. So, Generator für 30 Sekunden gesperrt. Sie hatte einen Entscheidungsschlag dabei. Sie noch in der Jagd. Wir müssen weg. Okay, dann halt nicht.
Seelenwächter macht das, wenn ich im Todesstatus bin und mich von diesem auf irgendeine Art erhole, also hochgeheilt werde oder mich selber hochheile, dass ich den Status Kondition dann bekomme. Das bedeutet, dass ich quasi geliehene Zeit auf mich selbst habe. Ich kann einen Treffer einstecken und krieg dann nur den Status tiefe Wunden und nicht wieder den Todesstatus. Und der Clou ist, dass wenn ein Totem auf der Map aktiv auf mich einwirkt und ich das schon weiß, also wenn ich wirklich betroffen davon bin, es gilt nicht, wenn ich irgendwie weiß, weil jemand es gesagt hat, dass da ein Totem brennt, sondern es geht darum, dass ich aktiv davon betroffen bin. Dann ist es so, dass ich mich so lange, wie ich davon betroffen bin, ich mich selber aus dem Todesstatus erholen kann. Das ist ein unglaublich starkes Perk, gerade in Verbindung mit Unbreakable, also unbeugsam von Bill. Ist es unglaublich stark. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingsperks. Richtig cool. Ja, das sind die drei belehrbaren Perks von der lieben Cheryl. Verstehe es nicht so ganz, irgendwie lässt er die Jagd immer so schnell ab. Und ich meine, sie ist sein Ziel der Besessenheit und nicht ich. Aber er hat auch S2 Fuchs. Naja, ich mache den Mittelgen, der ist wichtig. Die stehen hier nämlich auch so eng beieinander. Und sie sieht aus, als wäre sie noch in der Jagd. Die Mia läuft da auch noch rum. Und ich würde mal behaupten, dass Totems ziemlich wichtig wären. So, zack. Und er lässt mich wieder in Ruhe. Ich meine, warum? Wir brauchen mehr Totems. Aua, blockier mich doch nicht. So, in der Hoffnung, dass jetzt jemand den Gen erstmal fertig macht, bevor er dagegen poppt. Nein. Schade. Okay. Nein, danke schön. Nicht den antappen, nicht antappen, nicht antappen. Okay. Cool. Oh, jetzt hat sie ihn angedeppt. Ich glaube, er hat vielleicht gar keinen Pop dabei. Oh, ohne geliehene Zeit. Warum auch immer. Okay. Ich komme zwar vom Haken, aber warum nicht? Er ist doch hier, ich höre ihn doch. Ich werde paranoid. Gut, also ich. Oh, da hinten hat er gegengetreten gerade. Sie rennt auf ihn zu. Alles klar, mach das mal. Ich wollte gerade sagen, ich suche mir mal einen anderen Gen, an dem ich jetzt rangehe. Den in der Mitte habe ich genug verteidigt. Das klappt so irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Teammates da nicht irgendwie mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Dass, wenn ich den Generator ja schon zweimal gesperrt habe, dass sie den nicht nochmal andeppen. Wenn sie nicht den fertig bekommen.
er irgendwo in der Nähe. Das ist der letzte Gen, ne? Der wird sowas von Know-It gleich haben. Sie rennt wieder. Und nöt. Ich wusste es. So, jetzt kann ich wieder aufstehen. Nein, ich kann nicht aufstehen. Schade. Gut, ich werde nicht mehr gerettet werden. Ich wusste es nicht. Ich hätte einfach Totems machen sollen. Ich wusste es einfach, ne? Es war so klar, wie er gespielt hat. Er hat irgendwie nicht auf seine Hooks bestanden, hat die Jagd immer schnell aufgegeben. Ich habe quasi gehört, wie er so aus der Ferne gesagt hat, ist mir egal, ich habe gleich noch Know-It. Ist mir egal. Ja. Die anderen, die haben ja scheinbar auch irgendwie irgendwas anderes gemacht als Gens. Ich habe ja so auf den letzten Gen jetzt hier bestanden. Ich hätte geslackt werden wollen. Das ist unfair. Hätte ich hier den lieben Leuten noch Seelenwächter zeigen können. Sie macht den Ausgang dahin und sie kommt mich tatsächlich nochmal holen. Okay, cool. Danke. Wir rennen in diese Richtung da. Da ist nämlich der Ausgang schon auf. Oh, ich brauche das Adept. Sorry, ich brauche das Adept. Und Punkte. Punkte brauche ich auch. Es war so eine unterhaltsame Runde. Ich möchte jetzt einfach rausgehen. Sorry. Okay. Sorry, sorry. Geschickte Cheryl. Sehr schön. Schade, dass die Nia jetzt nicht rausgekommen ist. Aber ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, dass er jetzt vielleicht Blutwächter haben könnte, weil ich nicht so viele Perks gesehen habe. Ich dachte, das wäre Pop gewesen, aber es war, glaube ich, gar kein Pop. Ist sie nochmal runtergekommen? Nee. Was ist das denn jetzt für ein Fehler? Okay, Ronja, entspann dich mal. Eiserner Griff. Okay, das hätte ich mal mitkriegen können. Habe ich ihn aber nicht mitgekriegt. Know-It. Schattengeborener. Blickfeld ist um 15% Grad größer. Und du siehst Blutspuren am Boden deutlich mehr. Okay, das sind zwei Geist-Perks und zwei frei leerbare. Und hatte ich hier das Add-on? Nee, für Bewegungsgeschwindigkeit, Windsturm, okay. Ja, gut, war eine schöne Runde. Ich habe ziemlich wenig Punkte gemacht. Aber die Jagden waren auch immer super schnell vorbei. Und ich hatte niemand hatte geliehene Zeit dabei. Ja, ist immer schwierig. Sollte man einmal in der Runde mit dabei haben. Sie konnte einmal mit hier Seelenwächter ausstehen. Mit Unbreakable und Seelenwächter. Weil sie das dabei hatte, während Nöd aktiv ist. Hätte sie noch ein paar Mal aufstehen können, theoretisch. Cool. Alles klar, dann sage ich mal GG und bis zum nächsten Mal.